Hallo Trio, hier ist das Zweikampfsofa und wir spielen Neverwinter. Wie geht das Snorks, ich bin das Mirk und ja, ich kriege ein geblitzelt hier. Wir befinden uns hier im Flussviertel. Warum stehe ich da immer noch so, obwohl ich gar kein Schild in der Hand habe? Stimmt, wir sind in der, ich gehe mal eben auf die Kampagne. Kampagne? Wir sind in der Kampagne in The Cloak Ascendancy. Und dürfen wir uns jetzt aussuchen, hast du schön gesagt. Kabal untersuchen, Nostruder untersuchen. Wen hättest du denn gern? So, ene mene miste, es rappelt in der Kiste, ene mene mu und aus bist du. Komm, wir machen mal links nach rechts, Kabal. Kabal. Kabal untersuchen, klick. Genau, stellt Nachforschungen über den unnachgiebigen Kabal an, indem ihr seine Schergen im Flussviertel bekämpft und sein feuriges Portal ausspäht. Hui! Kriegen wir bestimmt hin. Da gibt's was für. Ja, Zauberstein, Thermaliade und so Scheiß. Also los geht's. Ja, bei mir arbeitet er noch irgendwie ein paar Sekunden. Ja, 16, 15 Pumps. Und das dauert. Lalalala. Belohnung abholen. Jawohl, eingefordert. Ziel erfüllt. Kabal besiegen. Also ich kann jetzt schon Kabal herausfordern drücken. Da habe ich tatsächlich auch ein paar Punkte für. Du nicht, wa? Ach, scheiße, ich nicht. Kacke. Ja. Gut, aber toll. Er zeigt mir gleich hier an, wir sollen zu Kavatos Sturmauge gehen und ihn drücken. Wieso? Hat er was im Auge? Genau. Kabal besiegen abgeschlossen. Ist nämlich rot bei mir jetzt. Ja, bei mir auch. Sehr gut. Nun sollte es euch möglich sein, Kabal in seiner Halbebene zu bekämpfen. Das machen wir dann auch einfach mal. Quest abschließen. Da habe ich eine Prüfung des Eisen und des Feuers. Genau, die nehme ich jetzt einfach mit an. Ich habe den Trank, mit dem ihr in Kabals Reich gelangen könnt, fertiggestellt. Wie ich gehört habe, wandelt Kabal die ihm ergebenen Nascher auf seiner Halbebene in unheimliche Ritter um. Also seht euch vor. Nun, worauf wartet ihr noch? Haltet Kabal auf. Ja, ist ja gut, nicht so. Ihr braucht ja noch den Trank. Ja, ja, hopp, 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 hopp. Jetzt geht. Der hat's auch immer mit uns hier, du. So, das wöchentliche Ritual können wir gleich mitten annehmen. Machen wir noch nicht, aber nehme ich gleich mit an. Das kennen wir ja schon, dann müssen wir einen der Magier nehmen. Jetzt könnten wir auch Kabal danach direkt nochmal machen. Muss man das auch sein. Aber für uns sind das eher schlechte Nachrichten. Aber ich wähle jetzt erstmal die richtige Mission aus. Empfindliche Niederlagen beibringen konnten. Die nicht. Versuchen Sie dennoch mit ungebrochenem Eifer Ihre Rituale zu vollziehen. Prüfung des Eisen und des Feuers. Kabals Ritual unterbrechen. Und setzt die von Ihnen angesammelte magische Energie frei, bevor es zu spät ist. Das ist irgendwo da unten. Da unten. Hast du schon geguckt, wo das ist? Was steht ihr da noch herum? Los! Ich sehe gar nicht, wo es ist. Kabals Ritual da unten. Da ist es. Setze ich einen Wegpunkt. Prüfung des Eisernen Feuers, meinst du? Nee, okay. Genau. Ich folge dir einfach mal. Die habe ich jetzt ausgewählt. Mein Reittier, wo bist du? Mein Reittier ist mal weg. Warum? Weil du nur dann so einen komischen, wie heißt das hier, so einen Schlitten hast. Hast du ja gar kein Reittier. Nee, du hast einen Schaliten. Oh, Details. Details. Ich folge dir einfach mal. Du und deinem schnellen Wirbelwind. Und willst du das da stehen? Weil ich gerade meinen Pfad suche, der sich in Luft aufgelöst hat. Okay. Die Arschsenke. Willkommen in der Arschsenke. Nehmen wir auch Puporitze. Also ich lese da was anderes, aber du wirst wohl recht haben, wenn du das so liest. Ich lese das, was ich lesen will. Bäh. So, jetzt habe ich es aber gesagt, du. Tja, okay. Du willst seltsame Sachen lesen. So, fahre ich mal vorher durch hier und zieh die mal mit. Lass das, bitte. Tu's nicht. Also hier links abbiegen, rechts abbiegen, Quatsch. Das andere links. Da raucht was. So, hier brauchen wir einen feuergeschmiedeten Portalstein. Wenn wir nachher so eine Weekly draus machen, brauchst du einen feuergeschmiedeten Portalstein. Okay. Jetzt noch nicht. Was? Jetzt noch nicht. Jetzt. Ich lasse mich aber durch dich ziehen. Genau. Weil im Zweifel habe ich auch immer feuergeschmiedete Portalsteine in der Tasche. Meine Hose ist so heiß, die brennt immer. Ich packe einen normalen Stein rein und zack ist das Ding heiß, sage ich dir. Das macht mich so ein bisschen geil, weißt du das? Ja, ich habe es befürchtet. Kinky! So, neues Reich. Hier muss man zum ersten Mal ein bisschen hüpfen. Ich war ja noch nie. Kannst mal sehen.
Spannung steigt. Hui. Wenn du drauf gehst, gehe ich auch drauf? Nein, wir sind getrennt, also beim Sterben. So, und jetzt... Aber wenn ich daneben springe, wenn du daneben springst, springe ich auch daneben. Pass mal auf, da vorne stehen so ein paar Leute. Lass uns mal zu denen hingehen und ein bisschen zuhören. Dieser Trank des Schutzes vor Feuer wird mich retten vor jedem flammenspeienden Ungeheuer. Retten nicht? Ja. Alle gucken zu. Ich wusste doch, dass es keine gute Idee war, im Feuer zu spielen. Wir könnten als nächstes mein Trank... Mein unheimlicher Stoß hätte ihn weiter Freude. Vielleicht hätten wir uns nicht mit diesem sprechenden Feuer... Habt ihr den Schatz gesehen, den er uns... Ich dachte, ihr hättet den Bridge-Händer gelernt. Oh Mann. Das ist im Leben wichtiger. Ich habe erfahren, dass es dort oben verdammt kalt ist. Freunde, können wir uns bitte darauf einigen, dass das eine schlechte Idee war? Na gut, dann war das eben eine schlechte... Gut? Waterdeep! Wir werden niemals zu einem dieser Orte gehen. Lasst uns einfach wieder zum... Hey, wie war der Name dieses... Brian? Ich dachte, es war Nicholas. Ich glaube, sein Name war... Nein. Es war keiner da. Hey, wer ist denn das? Ups. Habt ihr alles mit angehört? Ja. Hi, Freunde. Ihr müsstet ein Teil unserer Gruppe sein. So, ihr wurdet inoffiziell einer zufälligen Abenteuergruppe als Mitglied hinzugefügt. Also, es gibt einen Titel dafür. Super. Einfach, wenn man da steht und den Leuten zuhört. Wie geil ist das denn? Ja, das ist sehr cool. Das ist sehr geil. Die Jungs sind schon cool. Auch der Typ, der runtergefallen ist, der irgendwo unten irgendwas Asche rumläuft. So, und du siehst, wenn du runterfällst, da unten stehen Gegner. Kannst du so von hier so ein bisschen sehen. Wir müssen jetzt halt hüpfen gesehen, an den Dingern vorbei. Du hast gesehen, was du machen musst. Wegpusten lassen, meinst du? Möglichst nicht. Also, das ist das Einzige, was du möglichst nicht machen solltest. Ach, papp. Genau das. Ich erzähl's Mann, noch jetzt? Und als erstes spring ich da rein. Nee, ist klar, ey. Du bist eine Vollpappe, du, ey. Was ist das? Ja, es war aber auch schlechtes Timing in dem Moment. Ich geb's ja zu. Aha, du bist über deine Schnürsenkel gefallen, oder Nein, was? Nein, aber man merkt, man kommt halt wieder. Ich könnte jetzt hier auch wieder raus, aber wir wollen ja weiter, ne? Dann geh du mal vor, du kannst uns anscheinend besser. Oh, die Gegner kommen uns nach. Ja. Macht der was? Der macht nichts, weil ich ihn gerade umhaue hier. So. Wo bist du eigentlich? Ich habe die Gegner umgehauen, die hinter mir herkamen. Wieso? Achso, okay. Das ist ja. Ich hab dich schon vermisst. Oh, hier ist ein dicker Mob. Ja, wenn du runterspringst, kannst du ihn von. Nein. Ah! Oh Gott, fast nicht geschafft. Wo ist das Feuer? Ah. Warum burnt es nicht? Ah. Burn, Motherfucker, burn, burn, Motherfucker. Burn, Motherfucker, burn, burn, burn. Juhu! Kommt er? Nö. So. Willst du da einfach langlaufen? Was denn? Ja. Aber guck mal hier. Warum? Ein Hebel. Ja und? Was könnte man mit so einem Hebel machen? Guck mal, hast gesehen? Weiß nicht. Da hinten passiert was. Siehst du's? Ach. Und du musst noch 1, 2, 3 weitere Plattformen runterkriegen, also musst du noch 3 weitere Hebel suchen. Ich aber auch, ich sehe schon 2 Stück von hier. Ja, ich warte mal, bis du es gemacht hast, glaube ich. Ich sehe alle 3 von hier und ich sehe dich dazwischen stehen. Das sieht ganz cool aus von hier. Der Herr im Flammenmeer. Der Herr vom Flammenmeer. So, ich gehe mal jetzt nicht rüber hier. Ich habe jetzt Angst. Du bist so ein Schisser. So ein Schisser. Ja, ich frage mich, ob ich mit meinem Durchhuschen hier, ich habe ja so eine Ausweichfähigkeit, das Durchhuschen. Ob ich durch das Feuer durchaus ausweichen könnte. Nee, das will ich nicht. Weichling. Mitnichten. Du würdest hier oben wieder spawnen bei mir. Also tu jetzt nicht so. So wild ist jetzt nicht. So wild ist es nicht. Ja, ich habe mich alle runtergemacht. Ja, guck mal, was da hinten ist jetzt so ein Weg aufgegangen. Hui.
Der Leuchtepfad führt mich auch direkt dahin. Der Schalter ist fast durchsichtig. Das macht auch keinen Sinn. Und ich sehe nichts. Der Snorks hat sich schon wieder so ein bisschen weitergeschummelt. Ja, ich dachte, du ziehst den Hebel für mich, dann brauche ich das nicht machen. Alles ist gut. So. Burn. Burn. Oh, oh Gott. Oh, nein. Nein, Mein Gefährte ist gestorben, der hat dir zugeguckt. Geil. Der war ja schon gar nicht mehr da. Was ist er denn hier? Wer ist er hier? Der ist furchtbarer hier. Ich hab mal einen falschen Gefährten gespawnt. So, wir sind am Feuer angekommen. Am Feuer? Ist kein Feuer. Das hier ist ein Feuer? Achso, natürlich. Am Lagerfeuer und so. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. So, ja, ich war lange weiter hier, ne? Da! Du hast jetzt Gegner gespawnt, die da auf der Treppe erschienen sind, aber das machen wir nicht. Du folgst mir einfach mal. Oh, ein Geheimweg. Geil. Ich sehe schon. Ist das ein Secret? Das ist ein Secret? Nicht nur ein Secret, sondern... Geht das da an oder nicht? Wahrscheinlich, wenn ich springe, geht's an. Ich kenne das doch. Ja, ja. Oder soll ich gehen? Oh! Nein! Oh. Scheiße! Na, sind wir gestorben? Nein, nein. Also, vielleicht. Ein bisschen. Scheiße! Oh, kacke, ey. Ich hab das verklickt. Verkackt. Bist du still geworden? Ja. So. Angst. Zu heiß zum Anfassen. Ein neuer Titel. Also zwei Titel auf diesem kurzen Weg. Einmal durch Zuhören und einmal durch nicht den Hauptweg nehmen, sondern ein Stückchen weitergehen und hier langspringen. Ganz simpel. Wie lautet euer Befehl? So, das heißt, ist das jetzt... Und jetzt müssen wir doch noch den Weg gehen. Doch nochmal den Weg gehen. Es ist einfach nur, um den Titel zu kriegen. Du musst hier lang. Es ist immer der Weg. Es ist immer der Weg. The only way is up. Na, Jungs. Na, nun komm schon. Au, er hat mich umgebamst. Ich hasse die Typen, wenn die explodieren und mich dann umbamsen. Das mache ich gar nicht. Weg hier! Kaboom, kaboom. Hallo Freunde danach. Was? Bomb brenn ich? Was soll das? Jetzt brennt er laut. Wir sind leider alles nur so Flammentypen, deswegen brennt man hier leider ganz schnell. Und meistens, wenn die explodieren, dann hauen die dann auch um. Oh. Und dann kann man auch noch über die Brüstung fliegen. Da bin ich auch schon mal runtergefallen, weil die mich so umgebummt haben beim Explodieren, dass ich vom Dach gefallen bin, sozusagen. Das ist doof. So. Oh, hier britzelt nichts, hier. Außer der Schalt. Der reicht doch, Kammer, oder? Dreh dich mal um. Wer ist das? Will er was von uns? Ja, nicht nur. Der ist kopflos. Ja. Den kennst du doch aber schon aus dem Flussviertel. Da sind doch schon ein paar von denen da. Ja, diese Idioten hier. Ja, ich hasse und der nächste. So. Warum? Weil sie es können. Du hast im Flussviertel geübt, die Dinger zu killen. Jetzt zeig hier, was du kannst. Das ist so der Deal. Ich hätte dich killen lassen. Ja, wenn du hier die Weekly... Oh, noch mehr. Wenn du die Weekly hier machst, also nicht bei Gideon, wie wir es sonst immer gemacht haben, sonst könntest du die auch hier machen, dann ist das die Aufgabe. Ganz viele von den Typen killen halt. Weil du musst immer diese Brücke hier lang. Immer diese Brücke. Brücke. So, noch einer. Die sehen genauso aus. Machst du mehr so Flammen-Heilis, ja? Komm her. Ey, nicht wegbumsen lassen. So. War es das jetzt endlich mal? Yep. Ah. Und jetzt sind wir... Du bist schon weitergelaufen. Bei Kabal. Ich bin noch nicht so weit. Ich stehe im Feuer und heile mich. Ich bin fast da. Ja.
Das ist ja witzig. Kamera, die alte Mütze. So, und zudem muss man auch, wenn man die Zauberpesthöhlen auf episch läuft, dann hat man dasselbe Ding hier, wobei es ein bisschen andere Mechaniken denn sind. Aber das ist so zum Eingewöhnen, zum Anlernen, weißt du? Anlernen? Lass mich mal kurz anlernen. Kabal, die Flammenseele. Die alte, Säge. Genau. Ich hau mir eins. So. Ich will erstmal sagen, wo bist du hin? Ich stehe hier so rum, weil da, wo er ist, ist meist keine Lava. Da, wo er nicht ist, so da, wo du bist, da ist Lava. Toll. So. Ich bin total begeistert. Und er ist nicht so wirklich antastbar, wie man sieht. Deswegen hauen wir mal sein kleines Gesocks um, was hier so irgendwo... Welches Gesocks? Das ist doch einer von meinen Leuten hier. Ja, da war aber eben gerade Gesocks und da kommen noch mehr Gesocks. Oh, explodierende. Lalalala. Heil mich mal. Oh. Hast du gesagt, heil mich mal? Das heißt bitte oder so? Feuer, Feuer. Sofort. So, Kette. Hast gesehen? Der schöne Ball an der... Oh mein Gott, echt jetzt? Der Ball an der Kette. Ja. Den zieht man zu ihm hin und schon kann ich ihm auch was tun. Und hinter ihm her, denn da wo er nicht ist, ist Lava. Ich bin umgeworfen worden. Ich bin umgeworfen worden. Er hat dich mit der Kette angezogen. Du bist ein bisschen schwächlich für Kabal, was? Nein. Ja. So. Alter. Die Glaskanone, ich sag's dir doch. Ja, da war aber keine Kanone bisher dabei, da war nur Glas. Ja, man kann auch sagen, Glaspistole mit Wattebäuschen oder so. Nein, ja, da war auch keine Pistole, da war nix. So, und ich gehe hier raus. Da muss man irgendwie hochhüpfen hier oder was? Nee, muss man nicht. So. Das ist ein kleiner Nervi. Ja. Mann. Und das ist noch nix gegen die Zauberpesthöhle auf Episch, wo er richtig Nervi ist. Da ist er nämlich kein kleiner Nervi, sondern ein großer Nervi. Da kommt der Typ dreimal wieder und das ist richtig nervig. Ach, da muss man aber die Mechaniken beherrschen, sonst braucht man ganz starke Leute, die einen durchziehen, sonst schafft man den Dungeon nicht. Ja, durchziehen, da muss man mitspielen, nicht mitziehen lassen, das geht nicht. So, das war tatsächlich das Kobalski. Den haben wir jetzt geschafft. Wo bin ich hier? In der Arschsenke? Oh, und du weißt, was ich dann mache? Du weißt, was ich dann sage, wenn wir das gemacht haben und geschafft haben? Die Schuhe wieder zu binden. Bitte! Juhu! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Juhu! Tschüss! Brüller nicht so. Ja, tschüss!